Börsenminute von Julia Kistner. Ich liebe Vergleiche, deshalb gleich noch einer. Vor der Finanzkrise 2006 ist die Inflation gestiegen, derzeit tut sie es auch. Wir hatten ein gutes Wirtschaftswachstum, das haben wir jetzt auch. Allerdings gab es damals keine Pandemie, von der wir uns gerade erholen und nachholen. Hauspreise sind damals wie heute gestiegen. Der renommierte Case-Shiller Homepreisindex verbuchte in den USA im letzten Jahr einen Anstieg der Hauspreise von 16%. Was allerdings damals anders war, ist, dass man 2006 in eine solide 10-jährige US-Staatsanleihe investieren konnte mit rund 5% Verzinsung. Die Inflation lag bei 4%. Heute werfen die US-Staatsanleihen 1,25% ab und die Inflation liegt bei satten 5%. Auch wenn ein Teil davon nur vorübergehender Natur sein dürfte, ein Geschäft ist das nicht, schon gar nicht solide europäische Staatsanleihen. Hier muss man Deutschland und Österreich sogar nominell etwas bezahlen, damit man ihnen Geld ausborgen darf. Auch wenn US-Aktien damals noch zum 15-fachen ihrer Gewinne notierten und aktuell schon zum 25-fachen sind, Tina lässt grüßen, there is no alternative. Es gibt derzeit für mich keine Alternative zu Aktien. Alles Gesagte ist nur die persönliche Meinung von Julia Kistner und daher keine Anlageempfehlung und keine Rechts- und Steuerberatung. Für Verluste, die aufgrund von getroffenen Aussagen entstehen, übernimmt die Autorin Julia Kistner keine Haftung.